Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Alle, die vom Kanal sind, beschäftigen sich wahrscheinlich mit dem Thema Self-Improvement, Selbstverwirklichung, Mindset, Lernen und so weiter. Wir alle wollen uns irgendwie weiterentwickeln, irgendwie immer besser werden, bis wir irgendwann die beste Version unseres Selbst sind. Ich bin auf dieser Self-Improvement-Reise mittlerweile schon ungefähr seit 2-3 Jahren und habe natürlich auch dementsprechend ziemlich viel mitgenommen auf dieser Reise. Und heute gibt es eben in diesem Bereich, also Self-Improvement und Mindset, meine Top-Learnings, also Top-Dinge, die ich mitgenommen habe auf dieser Self-Improvement-Reise. Viel Spaß dabei. Das Ganze mache ich aber nicht alleine, sondern zusammen mit einem Freund von mir, mit Michi von dem Startup Legmon. Und ich würde sagen, Michi, du kannst dich auch mal selbst ganz kurz vorstellen. Ja, moin Lara, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ich bin Michael, Anfang 20 und bin kurz davor, meinen Master in Management abzuschließen. Im Rahmen unseres Social Startups Legmon produzieren wir verschiedene Inhalte für die sozialen Medien, darunter YouTube und Instagram, und posten zum Beispiel Videos rund um das Thema Schule, Studium, stellen Studiengänge vor, aber auch Inhalte rund um die Themen Motivation, Self-Improvement oder auch Frühaufstehen. Ich freue mich sehr, dass Michi heute mit dabei ist, denn er hat zum Beispiel auch ein 1,0 Abitur geschafft, also ist auf jeden Fall auch ein großes Vorbild für alle von uns. Übrigens gibt es auch auf seinem Kanal noch ein Video, in dem ich auch teilgenommen habe, und zwar haben wir da über das Thema Imposter-Syndrom oder Hochstapler-Syndrom geredet. Alles natürlich in der Infobox unten verlinkt. Ja, die erste Sache, die ich gelernt habe und die mich noch heute jeden Tag irgendwie begleitet, ist der Unterschied zwischen Fixed Mindset und Growth Mindset. Also sozusagen ein gefestigtes Mindset oder eben dieses Wachstums-Mindset. Was ist da eigentlich der Unterschied? Wenn eine Person ein Fixed Mindset hat, dann denkt sie, dass ihre Qualitäten fest sind. Man kann sie nicht verbessern, sondern man ist sozusagen schon so geboren mit diesem Mindset, mit diesen Fähigkeiten, mit einem bestimmten Talent beispielsweise. Leute mit einem Fixed Mindset denken sich eher, ich werde diese Challenge nicht angehen, wenn ich nichts reingebe, kann ich auch nichts verlieren. Leute mit einem Growth Mindset hingegen denken aber, wenn ich nichts versuche, kann ich auch nichts gewinnen. Beim Growth Mindset geht es darum, erfolgreich zu sein. Und beim Fixed Mindset geht es eher darum, erfolgreich auszusehen. Man möchte hier lieber auf Nummer sicher gehen, lieber keine Challenge eingehen, sondern eher dann, wo man ist, in seiner Komfortzone, damit man eben erfolgreich aussieht vielleicht und nicht dieses Risiko eingeht. Um das Ganze mal zu verdeutlichen, habe ich hier eine Geschichte mitgebracht aus diesem Buch hier, Mindset direkt, wo auch ganz viel über das Thema Fixed und Growth Mindset geredet wird. Und da gab es eben dieses Beispiel von Kindern, die ein Puzzle gepuzzelt haben. Und diese Kinder haben dann diese erste Stufe eines Puzzles geschafft und wurden dann gefragt, ob sie ein schwierigeres Puzzle puzzeln möchten. Und Kinder mit dem Growth Mindset meinten natürlich, ja, wir wollen das unbedingt machen, ich möchte eine weitere Challenge haben. Und die Kinder mit dem Fixed Mindset hingegen meinten aber, sie wollen kein neues Puzzle machen, sondern lieber das alte Puzzle noch einmal versuchen. Und das liegt eben daran, dass sie auf Nummer sicher gehen wollen und nicht wie eine Enttäuschung beispielsweise auszusehen, weil sie eventuell das schwierigere Puzzle nicht schaffen. Man muss dazu aber auch noch erwähnen, dass wir alle nicht entweder oder haben. Wir alle haben eine Tendenz zu einem Mindset, aber natürlich können wir auch in bestimmten Situationen nochmal zu dem anderen wechseln. Und ich habe jetzt eben gelernt und versuche regelmäßig im Growth Mindset zu bleiben und vor allem die Challenge immer zu nehmen und zu wissen, ich kann mich verändern, ich kann besser werden und ich sollte die Challenge einfach mal eingehen. Es lohnt sich auf jeden Fall mal ein Risiko einzugehen, groß zu denken, Selbstvertrauen zu haben und optimistisch zu bleiben. Damit kommen wir auch zum zweiten Punkt, und zwar Proaktivität und Verantwortungsübernahme. Das Leben ist im Endeffekt ein Zusammenspiel aus zig Faktoren. Auf die Schule und die Noten bezogen könnte das die Zeit sein, die du in das Lernen hinein investierst, das Verhältnis zum Lehrer und ja auch manchmal Glück mit den Aufgaben der Klausur. Jetzt tendieren aber viele dazu, den eigenen Misserfolg anderen externen Umständen zuzuschreiben. Zum Beispiel, indem man sich dann denkt, okay, der Lehrer mag mich nicht, die Klausur war unfair, meine Gruppe war ziemlich blöd. So gerechtfertigt diese ganzen Gründe auch sein mögen, was du damit tust, ist Verantwortung abzugeben und in einem reaktiven State zu bleiben. Das heißt, du reagierst auf bestimmte negative Ereignisse und hast gar keine Kontrolle darüber, sprich bist nicht in einem Zustand, in dem du aktiv selber selbstbestimmt über dein Leben entscheidest. Man sollte sich immer auf die Dinge konzentrieren, die man wirklich selbst beeinflussen kann. Zum Beispiel deinen Lernaufwand oder die Vorbereitung für eine Klausur. Übernimm also öfter mal die Verantwortung und auch in anderen Kontexten oder Bereichen, sei es die Beziehung, der Sport, das neue Hobby, die Vorbereitung auf die Klausur. Frag dich immer, was kannst du aktiv in diesem Moment tun, um die Situation zu deinen Gunsten zu drehen. Wenn wir jetzt schon wissen, dass wir alles lernen können, sollten wir auch genau das tun und mal die letzten Tipps anwenden. Es gibt so ein schönes Zitat, was ich nämlich auch aus diesem Buch hier habe. Und zwar wird dort nämlich gesagt, dass es nicht ein schwach oder stark gibt, es gibt nicht ein schlau oder nicht schlau, sondern es gibt eben die Unterteilung in Lerner und Nichtlerner. Also Leute, die sich weiterbilden wollen und lernen wollen und Leute, die das eben nicht tun. Ich glaube, das ist auch so voll eine Sache, die ich wegen des Matheunterrichts gelernt habe, weil ich früher immer dachte, ich bin aber eine Person, die kein Mathe kann.
Stunden, bis ich irgendwann gemerkt habe, Mathe ist eigentlich ein reines Übungsfach. Wenn ich lerne, wenn ich versuche es zu verstehen, wenn ich Fragen stelle, wenn ich mich da richtig engagiere, dann kann ich auch 14 oder 15 Punkte in Mathe haben. Das war für mich voll eine Überraschung, weil ich immer dachte, ich wäre einfach eine Person, die keine Mathe kann. Und das ist aber schon wie dieses Fixed-Mindset-Denken. Dieses Denken, dass man eben einfach so ist. Man hat eben bestimmte Talente, aber bestimmte Dinge kann man einfach nicht. Aber so ist es nicht. Man kann die meisten Dinge lernen. Und der nächste Punkt ist eben das lebenslange Lernen. Also immer, immer weiter lernen, wenn man vielleicht nicht mehr in so Institutionen wie Schule oder Uni ist. Denn Wissen ist einfach eine der mächtigsten Güter, die du haben kannst. Und Wissen kann dir eigentlich niemand wegnehmen. Ich habe ja auch schon mal in meinen letzten Videos gesagt, dass eigentlich dieses Knowledge is Power nicht so ganz richtig ist, sondern Wissen ist erstmal potenzielle Macht, aber angewandtes Wissen ist dann richtige Macht. Ideen, wie du dich auch außerhalb der Schule weiterbilden könntest, wäre zum Beispiel Social Media, sei es jetzt Podcasts, YouTube-Videos, Dokumentation oder eben auch ganz viele Bücher, wie ich es jetzt zum Beispiel sehr gerne mache. Übrigens werde ich dieses Buch nochmal in der Infobox verlinken, aber das ist jetzt keine Werbung eigentlich dafür. Das ist nur so, dass ich daraus sehr viele Mindset-Tipps her habe. Deswegen will ich das öfters mal hier. Nächster Punkt. Dankbarkeit und Perspektive zum Leben. Hast du bestimmt schon mal gehört, aber es ist, wie es ist. Wir sind viel zu selten dankbar und regen uns wirklich über die unnötigsten Dinge auf. Hier hilft es, sich mal vor Augen zu führen, dass egal wie schlecht es dir gerade in diesem Moment geht, egal wie schlecht dein Tag heute war, egal wie deine finanzielle Situation ausschaut oder welche privaten Probleme du in deinem Umfeld gerade vor dir hast, es gibt Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Menschen, die ohne zu zögern mit dir ihr Leben eintauschen würden. Tod durch Hunger, Verfolgung, Folter, Armut und wir in Europa, in Deutschland, regen uns auf, weil der Handyakku leer ist oder wir die neue Gucci-Cappy nicht abbekommen haben. Mit dem Punkt auch verwandt das Thema Abstand gewinnen. Sehr oft beschäftigen uns bestimmte Geschehnisse und rauben uns den Schlaf, ohne wirklich wichtig zu sein. Die schlechte Note hier, der Korb da, die Absage dort. Frag dich bei solchen Dingen, ob sie wirklich noch eine Rolle spielen. In einem Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren. Das menschliche Gehirn hat einen sogenannten Negativity Bias. Das heißt, wir malen uns, evolutionär bedingt, immer die schlimmsten Szenarien aus, ohne dass sie wirklich wahrscheinlich sind. Du wirst ganz bestimmt nicht arbeitslos sein, nur weil du mal eine Klausur verbockt hast. Und du wirst auch bestimmt nicht Dauersingle bleiben, nur weil dein Crush dir eine Absage gegeben hat. Hinterfrage außerdem deine eigenen Emotionen und Gefühle und probier es auch mal mit einer stoischen Denkweise. Wenn du mit etwas unzufrieden bist, dann ändere es. Und wenn du es nicht ändern kannst, weil es außerhalb deines Kontrollbereichs liegt, dann akzeptiere es einfach. Diese Denkweise wirkt natürlich manchmal etwas emotionslos und da muss man auch die richtige Balance für sich selbst finden, aber letztendlich hilft sie, mit Niederlagen umzugehen. Wir alle werden scheitern, früher oder später, und auch nicht nur einmal. Und je früher wir lernen, damit umzugehen und dazu Abstand zu gewinnen, desto besser werden wir im Leben klarkommen. Was ich persönlich gar nicht kann, ist mit Niederlagen umzugehen. Ich hasse es, wenn ich irgendwie als eine Enttäuschung dastehe oder irgendwas falsch gemacht habe. Ich hasse dieses Gefühl einfach. Ich musste einfach wirklich mal mit Jahren lernen, wie ich mit Niederlagen umgehe. Und es gibt diesen schönen Spruch, dass 10% das ist, was dir passiert, aber 90% das ist, wie du damit umgehst. Hier mal wieder ein Beispiel mit dem Fixed- und Growth-Mindset. Es gab ein Experiment mit Grundschülern, die eine schlechte Note bekommen haben. Die Leute mit dem Fixed Mindset dachten sich, ich kann es nicht, ich bin einfach schlecht, ich muss es akzeptieren. Das nächste Mal werde ich einfach spicken, abschreiben oder einfach gar nicht mehr mitschreiben, weil ich kann es ja nicht. Die Schüler gucken eher auf die noch schlechteren, um sich dann selbst besser zu fühlen. Die Schüler mit dem Wachstums Mindset dachten sich aber, okay, das ist eine Challenge, ich werde jetzt mehr lernen, mehr arbeiten, um das nächste Mal eine bessere Note zu haben. Und sie gucken eher auf die Leute, die besser waren als sie selbst, um dann eben von denen zu lernen. Leute mit dem Fixed Mindset wollen einfach nur ihr Ego aufbauen. Leute mit dem Growth Mindset wollen tatsächlich besser werden. Und falls ihr euch jetzt angesprochen fühlt, keine Sorge, ich habe das auf jeden Fall auch als das erste Mal über diese zwei Mindsets gehört habe und dachte mir so, es kann nicht sein, dass ich wirklich irgendwie so falsch denke in vielen Situationen. Akzeptiere einfach, dass du auch mal Fehler machst, aber übernimm dann eben auch Accountability, übernimm dann einfach Verantwortung und Rechenschaft und versuche dich dann so zu verbessern. Lara und ich hoffen, dass dir das Video gefallen hat, aber auch hier gilt natürlich, mach deine eigenen Erfahrungen. Mach deine eigenen Erfahrungen, hinterfrage unsere Denkweisen und find für dich persönlich das beste Optimum. Ja, vielen Dank, Michi, für deine Tipps, die du mit uns geteilt hast. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und vergesst bitte auch nicht, bei Michi vorbeizugucken auf seinem Kanal. Lara, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich bin schon gespannt auf die nächste Kooperation. Schaut sehr gerne auch bei uns auf Instagram und YouTube vorbei. Dort ein Video mit Lara zum Thema Imposter-Syndrom und außerdem sehr viel Content rund um die Themen Schule, Studium, Karriere, Produktivität und. Und in diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Alle Sachen sind natürlich in der Infobox verlinkt. Schaut doch gerne mal vorbei und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Tschüss!